Tagesordnungspunkt 35, Entwurf eines Masernschutzgesetzes. Hier liegt eine Wortmeldung vor von Frau Staatsministerin Dr. Hubich aus Rheinland-Pfalz. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich eines vorab sagen. Das Land Rheinland-Pfalz begrüßt ganz ausdrücklich die Absicht der Bundesregierung, den Masernimpfschutz in der Bevölkerung zu verbessern. Darin, dass wir hier tätig werden müssen, sind sich, denke ich, Bund und Länder einig. Die Art und Weise, mit der die Bundesregierung dieses wichtige Ziel verfolgt, werden die Länder und insbesondere die Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kitas jedoch vor unüberwindbare Probleme stellen. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält insoweit Regelungen, die einer deutlichen Überarbeitung bedürfen. Diese Einschätzung spiegelt sich in der Anzahl der Änderungsanträge wider, die die Länder bereits in den Ausschüssen des Bundesrates eingebracht haben. Auch Rheinland-Pfalz hat sich für Änderungen am Gesetzentwurf ausgesprochen und konkrete Vorschläge gemacht. Diese betreffen zum einen die Aufgabenübertragung auf die Einrichtungen, wie zum Beispiel die Kontrolle der Impfnachweise, die Finanzierung der neuen Aufgaben, die Fragen nach der Bildungsgerechtigkeit und die Erreichung des Zieles eines sogenannten Herdenschutzes. Nicht zuletzt stellen sich auch wichtige verfassungsrechtliche Fragen, etwa mit Blick darauf, inwieweit ein Tätigkeitsverbot für Bestandslehrkräfte mit der Berufsfreiheit vereinbar sein soll. Diesen Problemen wollen wir mit den von uns vorgelegten Anträgen begegnen. Zunächst einmal sieht der Gesetzentwurf vor, die Kontrolle der Einhaltung der Impfpflicht auf die Einrichtungen und genauer auf deren Leitungen abzuwälzen. Im Gegensatz zu den Einrichtungsleitungen verfügen allerdings nur die Gesundheitsämter über die fachliche Qualifikation, um die vorzulegenden Nachweise zu bewerten. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Vorlage eines Impfpasses. Zugleich sind nur die Gesundheitsämter und nicht die Einrichtungsleitungen qualifiziert und zuständig, Betroffene bei Bedarf zu beraten und so von der Notwendigkeit einer Impfung zu überzeugen, ohne dass es zu zusätzlichen Interessenkonflikten kommt. Und die Gesundheitsämter können letztlich bei dieser Gelegenheit etwaige Impflücken unmittelbar vor Ort schließen. Würde die Aufgabe stattdessen den Einrichtungsleitungen übertragen, wird das notwendige und wertvolle Vertrauensverhältnis zwischen Einrichtung, Eltern und dort betreuten und tätigen Personen empfindlich gestört. Denn künftig würden in Person der Einrichtungsleitung pädagogische Beratungstätigkeit und gefahrenabwehrrechtliche Aufgaben zusammentreffen. Das ist schon deshalb schwierig, weil hier eine Aufgabe der klassischen Gefahrenabwehr auf sachlich nicht zuständige Verwaltungsbereiche und insbesondere im Kita-Bereich auch noch auf Einrichtungen in privater Trägerschaft verlagert wird. Dazu kommt, dass die Einhaltung der Pflichten für die Leitungskräfte mit Bußgeldern belegt ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Frage der Finanzierung der neuen Aufgaben ist im Gesetzentwurf nicht geklärt, der im Übrigen trotz der großen Aufgaben und finanziellen Mehrbelastung für die Länder als Einspruchs- und nicht als Zustimmungsgesetz eingebracht worden ist. Künftig müssen die Einrichtungen regelmäßig die Impfnachweise aller Neuzugänge prüfen, dokumentieren und gegebenenfalls das Gesundheitsamt informieren. Gleiches gilt für die Personen, die bereits dort betreut werden oder tätig sind. Allein im rheinland-pfälzischen Schulbereich sind bis Juli 2021 rund 450.000 Impfnachweise zu prüfen. Unterstellt, die Bearbeitung eines einzigen Impfnachweises kostet die Schulleitung durchschnittlich 15 Minuten und das ist eher konservativ geschätzt. So ergibt sich bis Juli 2021 eine zusätzliche Arbeitsbelastung der rheinland-pfälzischen Schulleitungen von sage und schreibe 112.500 Arbeitsstunden. Ich habe es mal umgerechnet, sind ungefähr 62 Lehrkräfte für ein Jahr. Auf wen auch immer die vorgesehenen Kontrollaufgaben letztlich übertragen werden, sie werden erhebliche Belastungen verursachen, die von den Ländern, Kommunen und privaten Einrichtungen nicht ohne eine entsprechende Gegenfinanzierung getragen werden können. Und hier muss aus unserer Sicht der Bund ein Finanzierungskonzept vorlegen, das die Länder entlastet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Frage der Bildungsgerechtigkeit stellt sich für uns, weil mit dem geplanten Gesetz wichtige pädagogische und bildungspolitische Ziele und Erfolge konterkariert werden. Jenseits der Schulpflicht dürften Kinder und junge Menschen ohne Masernschutz nicht mehr zur Betreuung oder Ausbildung in Kitas, Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen aufgenommen werden. Praktisch bedeutet das, Kinder dürfen nicht in die Kitas
und jungen Menschen wird der Abschluss ihrer Ausbildung erschwert oder sogar unmöglich gemacht. Die vorgeschlagenen Regelungen hebeln für den Kita-Bereich genau das heraus, was wir alle verfolgen in den Ländern, nämlich die Einbeziehung der Kinder in die Kitas und nicht deren Ausschluss. Ob das gewollt ist, mag man bezweifeln. Darüber hinaus sieht der vorliegende Gesetzentwurf, dass Bestandslehrkräfte, also Lehrkräfte, die bereits heute im Schuldienst tätig sind, die sich einer Masernschutzimpfung verweigern mit entsprechenden Verboten, die durch die Gesundheitsämter ausgesprochen würden, aus den Einrichtungen herausgenommen werden können. Das gilt im Übrigen auch für verbeamtete Lehrkräfte und dies selbst dann, wenn keine akute Ansteckungsgefahr vorliegt. Das beeinträchtigt nicht nur die betroffenen Bestandslehrkräfte in ihrer Berufsfreiheit, auch die Auswirkungen auf den Lehrbetrieb, insbesondere die Unterrichtsversorgung, werden im Einzelfall und für das System erheblich sein. Und es stellt sich auch die Frage, ob es unter dem Aspekt des sogenannten Herdenschutzes erforderlich sein kann, Bestandslehrkräften tatsächlich ein Beschäftigungsverbot aufzuerlegen, wenn doch eine einzelne Person ohne Immunität eine immune Gruppe nicht gefährden kann. Dabei ist zweifelhaft, ob der angestrebte Herdenschutz in der gesamten Bevölkerung mit den vorgeschlagenen Regelungen erreicht werden kann. Schließlich sieht der Gesetzentwurf vor, dass zum Zweck der Einhaltung der Masernimpfpflicht eine Mehrfachimpfung hingenommen werden muss, weil derzeit kein Einfachimpfstoff in der Bundesrepublik zur Verfügung steht. Die Tragweite des Grundrechtseingriffes hängt damit letztlich auch von Geschäftsentscheidungen der Pharmaindustrie ab, was verfassungsrechtlich zumindest zweifelhaft erscheint. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich eines noch mal abschließend betonen. Rheinland-Pfalz begrüßt und unterstützt die Zielsetzung des Gesetzentwurfs, die Bevölkerung gegen Masernerkrankungen zu schützen. Um einen erhöhten Masernschutz zielgerichtet und vor allen Dingen verhältnismäßig zu erreichen, ist dieser Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung aber noch nicht geeignet. Deshalb bedarf er noch einmal der Überarbeitung. Herzlichen Dank. Besten Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Auch jetzt kommen wir zu einer umfangreichen Abstimmung. Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussempfehlung und ein Antrag Schleswig-Holsteins vor. Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich auf die Ziffer 1. Das ist eine Minderheit. Weiter geht es mit der Ziffer 4. Auch das ist eine Minderheit. Ziffer 5. Das ist eine Mehrheit. Damit entfallen Ziffern 6 und 7. Und ich ziehe nun die Abstimmung über Ziffer 35 vor. Wer stimmt der Ziffer 35 zu? Das ist eine Mehrheit. Wir kommen zur Ziffer 8. Auch das ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 9. Ziffer 10. Das ist eine Minderheit. Wir kommen zur Ziffer 11. Das ist eine Mehrheit. Damit entfallen die Ziffern 14 und 16. Ziffer 12 ist eine Minderheit. Wir kommen zur Ziffer 13. Das ist eine Mehrheit. Dann bitte Ziffer 14. Auch das ist eine Mehrheit. Ziffer 15. Das ist eine Minderheit. 16. Auch das ist eine Minderheit. Nun bitte Ihr Handzeichen für den Landesantrag. Auch das ist eine Minderheit. Ziffer 18. Das ist eine Mehrheit. 19. Mehrheit. 21. Auch das ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit der 23. Mehrheit. 29. Bitte noch mal die Hand hochhalten für die 29, weil das ist haarscharf.
35. Das ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit der 30. Das ist eine Minderheit. 33. Auch das ist eine Minderheit. 34. Mehrheit. Nun bitte Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlungen. Das ist eine Mehrheit und damit hat der Bundesrat entsprechend